Der Cogito Dot wird mittels Adapter am iPhone befestigt. Es gibt ihn für die Generationen 4, 4S, 5 und 5S. Vor der Aufnahme muss man zunächst die App Looper installieren und den Aufnahmebereich kalibrieren. Um keine Finger im Bild zu haben, legt man das iPhone am besten mit dem Display nach unten auf die flache Hand. Nachteil dabei, man kann die Fokussierung nicht mehr korrigieren, wie man auch auf unserer Testaufnahme sieht. Trotz mehrerer Versuche gelang es uns nicht, eine korrekt fokussierte Aufnahme zu erstellen. Das gelang uns mit dem GoPano Micro besser. Der Adapter lenkt das vom Spiegel aufgefangene Licht per Periskop auf den Fotosensor des iPhones um, sodass man auch während der Aufnahme das Bild kontrollieren kann. Schön, oben sieht man den gesamten Erfassungsbereich, unten einen frei wählbaren Ausschnitt, ganz so wie der Clip später angezeigt wird, wenn man ihn über die App abruft oder auf das Portal des Herstellers hochlädt.